Wölfe vor Berlin und mit ihnen kommt die Angst. Das wird schon eine zunehmende Gefahr werden. Das heißt, die Leute müssen aus den Wäldern rausbleiben, damit ihnen nichts passiert. Bilder wie diese schüren nicht nur Ängste bei Schafzüchtern. Wir wollen also wissen, ist die Furcht der Menschen berechtigt? Ja, Wölfe haben in extrem seltenen Fällen tatsächlich Menschen angegriffen. Schon jetzt kommt der Wolf dem Menschen immer näher. Wölfe nahe Berlin, so steht es in den vergangenen Wochen in vielen Medien. Berlin-Breitscheidplatz, mitten in der Großstadt. Nur 20 Kilometer entfernt hat sich ein Wolfsrudel angesiedelt. Akte hat exklusiv das erste Videomaterial der Wölfe, die in der Döberitzer Heide für Aufregung sorgen. Einem Tierfotografen gelangen diese spektakulären Aufnahmen, als er eigentlich Hirsche in der Brunft fotografieren wollte. Doch neben der Freude auf der einen Seite kommt mit den Wölfen auch die Sorge, dass sich ein Raubtier so nah am Menschen ansiedelt. So kam es im niedersächsischen Wietzendorf zu einer Begegnung zwischen Mensch und Wolf. Eine Frau, die beim Spaziergang mit ihrem Hund von einem Wolf überrascht wird, schreit voller Furcht. Die Begegnung dauert noch einige Minuten. Schafft sie es, den Wolf zu vertreiben? Gleich. Unterdessen macht sich unser Reporter Alf Porada auf Spurensuche nach Raubtieren und fährt dorthin, wo die Aufnahmen der Berliner Wölfe gemacht wurden. Wir treffen Rebecca Oechslein, Landschaftsökologin der Heinz-Sielmann-Stiftung. Dass das geklappt hat. Wir haben vor kurzem im Rahmen der Hirschbrunft hat unser Naturfotograf hier einen Wolfsrudel fotografieren können. Was natürlich überraschend ist und was neu ist, ist, dass dieses Rudel hier das erste Rudel innerhalb des Berliner Rings ist, also sehr nahe an Berlin. Und damit gehört das Rudel zu einem von 128, die momentan in Deutschland leben. Knapp 2000 Wölfe sind es, die sich von Ost nach West in Deutschland weiter beheimaten. Und die wollen wir natürlich auch zu Gesicht bekommen. Doch vorab möchten wir die Frage klären, wie groß die Gefahr ist, wenn wir auf Wölfe treffen. Schließlich belegt dieses Video aus dem Internet, dass eine Wolfsbegegnung durchaus möglich ist. Sind das Situationen, die auch in Berlin zu befürchten sind? Ich glaube so, dass in Deutschland ja immer noch so ein bisschen die Angst vom Wolf bei manchen Menschen irgendwo vorherrscht. Ist die berechtigt oder ist die vollkommen unbegründet? Ach, das kann ich nicht sagen, ob Ängste berechtigt sind oder nicht. Also ich glaube, mittlerweile in Deutschland müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wir haben seit 2000 ungefähr wieder Wölfe in Deutschland. Es sind keinerlei Übergriffe bisher dokumentiert. Es gibt keine Tollwut mehr. Rebecca Oechslein erzählt, dass der Wolf also nicht den Menschen sucht. Wir wollen aber den Wolf suchen. Das gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht. Hier haben wir eine schöne Spur von einem Hundeartigen. Das könnten jetzt Wolfsspuren sein. Das könnten Wolfsspuren sein. Was wir hier jetzt machen müssen, um tatsächlich feststellen zu können, ob es Wolfsspuren sind, das ist einerseits natürlich einmal uns ein Trittsiegel anzugucken und das zu vermessen. Also welche Größe hat das? Und dann natürlich die Spuren in ihrem Verlauf zu betrachten. Wie groß müsste so eine Wolfstatze dann sein? Also von einem ausgewachsenen Wolf hat der Vorderpfotenabdruck so etwa 8 bis 10 cm. Okay. Dann würde das von der Größe her ungefähr hinkommen. Aber ich habe hier zum Vergleichen noch mal ein echtes Trittsiegel von einem Wolf mitgebracht. Okay. Und das können wir ja gerne einfach mal hier daneben abdrücken. Ja, ein großer Unterschied ist es jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Genau. Das heißt, das könnte rein theoretisch eine Wolfsspur hier sein. Das könnte theoretisch der Wolf gewesen sein. Doch nicht nur der Wolf ist hier in der Döberitzer Heide zu Hause. Neben Wiesenten und Hirschen leben hier unter anderem auch Schafe. Und die haben leider schon, im Gegensatz zu mir, Erfahrung mit dem Wolf machen müssen. Unser Reporter trifft Schäfer Johannes Neskes, der seine Tiere unter anderem auch in der Döberitzer Heide bewirtschaftet.
Er hat schon einen Teil seiner Herde an den Wolf verloren. Wie häufig mussten Sie denn jetzt schon miterleben, dass ein Wolf ein oder mehrere Ihrer Schafe gerissen hat? Also das kommt praktisch monatlich vor, dass meine Schafe irgendwie angegriffen werden. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist wie auf dem Schlachtfeld. Und dann liegen dort Därme rum und dann aufgerissene Bäuche von Schafen. Dann laufen in der Herde denn zum Teil Schafe rum, die haben Kehlbiss, die bluten, die röcheln. Man müsste daher immer dem Wolf einen Schritt voraus sein. Das heißt, man muss die auch bestrafen, die es nicht sein lassen, die immer wieder die Tiere angreifen. Das sind meistens immer die gleichen. Sind ja nicht alle Wölfe straffällig. Das ist ja bei uns Menschen Sie auch. Sie sprechen so von straffällig. Das klingt ja, so ein bisschen, die, als wenn die, jemand... Die was Verkehrtes machen, sagen wir mal. Aber Sie finden das als eine Straftat des Tieres, frage ich jetzt überspitzt. Das ist eine Straftat des Tieres für uns Menschen halt. Wir bewerten das als Straftat, ja. Was wäre ein Strafmaß für so einen Wolf? Ja, ein Strafmaß wäre, dass man ihn wegsperrt, also ins Gefängnis, wie wir ja Menschen auch wegsperren, die ins Gefängnis, die kommen ins Gefängnis. Aber hier wäre es natürlich das Maß, dass man ihn entnimmt, was heißt abschießt. Und der Schäfer sieht nicht nur Gefahren für seine Nutztiere. Er befürchtet auch, dass der Mensch selbst in Gefahr geraten kann. Der Wolf ist nicht harmlos, würde ich mal sagen. Das wird schon eine zunehmende Gefahr werden. Das heißt, die Leute müssen aus den Wäldern rausbleiben, damit ihnen nichts passiert. Müssen wir wirklich Angst vor dem bösen Wolf haben? Diese Frau versucht, sich weitere 1,5 Minuten durch lautes Schreien vor dem Wolf zu schützen. Sind solche Szenen bald an der Tagesordnung? Jemand, der unserem Reporter diese Frage definitiv beantworten kann, ist Frank Fass. Er ist Chef des Wolfcenters in Dörverden. Ja, jetzt zeige ich dir 3 Wölfe, die wir hier in diesem Gehege haben. Das sind europäische Grauwölfe. Wow, und das ist sozusagen, wenn man das so sagen kann, der Typ Wolf, der dem wildlebenden Wolf hier in Deutschland optisch am allerähnlichsten aussieht. Das sind ja wahnsinnig schöne Tiere. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hat man hier wirklich das Glück, diesen Tieren so nahe zu kommen. Und im ersten Augenblick kann ich zumindest diese Ängste und diese Bilder, die uns auch zum Teil der Schäfer gezeigt hat, damit irgendwie noch so gar nicht richtig in Verbindung bringen. Weil so sehen die ja erstmal wahnsinnig süß aus, muss man ja wirklich sagen. Ist aber, wenn man ganz ehrlich ist, können die wahrscheinlich auch anders, ne? Wir sollten uns den Wolf so anschauen oder als das anschauen, was er ist. Er ist ein sogenanntes Großraubtier. War das gerade neu? Ja. Von einem Wolf oder einem Besucher? Es klang, das sind die Wölfe. Aber ich kann mir vorstellen, bin ich jetzt auch ehrlich, wenn ich das jetzt allein im Wald hören würde. Klar, das sind Geräusche, die kennen wir nicht. Wir kennen diese Geräusche, so viel zum Stichpunkt Manipulierung der Menschen. Diese Geräusche kennen wir aus Gruselfilmen, Horrorfilmen. Ja, das haben wir so drin irgendwie, wenn man sich das oft genug anscheinend im Leben angesehen, angehört hat, dass wir schon Furcht empfinden, wenn man es in freier Wildbahn eines Tages hört. Ja. So, jetzt die große Frage, sind Wölfe für uns Menschen gefährlich? Ich finde, man sollte niemals nie sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wolf einen Menschen hier in Deutschland angreift, trotz steigender Wolfspopulation, also wachsender Wolfsmenge in Deutschland, ist diese Wahrscheinlichkeit extrem gering. So kam es in Deutschland auch noch zu keinen Übergriffen vom Wolf auf den Menschen. Das liegt nicht in der Natur dieser Tiere. Nur durch Tollwut, die hierzulande als ausgestorben gilt, oder durch Anfüttern kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Die Gefahr, von einem Wildschwein angegriffen zu werden, ist weitaus größer. Und trotzdem herrscht die Angst vor Begegnungen wie diesen. Was in diesem Video zu erkennen ist, jetzt langsam, wo wenige Sekunden verstrichen sind, die Dame hat einen Hund dabei. Ich bin sehr sicher, der Hund ist der Auslöser für diese Nahbegegnung. Also wir sagen in der Fachsprache, der Hund ist die Attraktion. Hat die Dame alles richtig gemacht in dem Fall, aus dem Video heraus zumindest zu nehmen? Ja, ich finde schon, denn sie ging ja hier auf einem Ackerweg, auf dem Agrarweg. Das heißt, sie hätte geradeaus weitergehen können, sie hätte zurückgehen können, also in die entgegengesetzte Richtung zurück. Hier war es die Zeit, ja, bestimmt auch mit dem Geschrei, mit den lauten Rufen der Frau, so geh weg, in Kombination, dass er irgendwann wirklich seinen eigenen Weg fortgesetzt hat. Neben den Gefahren will uns der Wolfsexperte vor allem die Faszination der Tiere näher bringen und bittet unseren Reporter daher zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Das sind jetzt aber keine europäischen Wölfe, die genau. wir schon da vorne sehen. Das sind arktische Wölfe, zwei Stück, eine Rüde, eine ja. Fehe, also ein Pärchen. Und ja, hier möchte ich gerne mit Ihnen mal probieren, die zum Heulen zu bringen. Zum Heulen zu bringen? Heulen. Das ja. könnten wir schaffen. Wir machen es vor, die machen hoffentlich mit. Im Ernst? Ja. Okay. Die sind ja sehr zutraulich irgendwie gefühlt, ja. sind ja ganz nah. Ich ja. würde am liebsten meine Hand die reinstecken und ein bisschen streicheln. Ja, das machen wir bitte nicht. Ich zähle bis drei, dann legen wir los. Okay. Eins, zwei, drei. Hau! Ja, guck mal, da setzt sie an. Sie kommt hierher. Dala. Der Wolf. Ein wirklich faszinierendes, aber eben auch umstrittenes Tier. Der böse Wolf, nur ein Märchen oder vielleicht auch ein Stück weit Realität? Ja, wir wollen in der freien Wildbahn immer so lieb und böse einkategorisieren. Das geht nicht. Ein Wolf ist ein Wolf. Über die potenzielle geringe Gefahr haben wir gesprochen. Und natürlich möchte niemand hier in Deutschland, dass ein Wolf einen Menschen angreift. Also ich kenne niemanden. Ja? Und wenn aber eben doch sich eine mögliche Gefahrenquelle abzeichnet, dann muss man da auch beherzt eingreifen. Zurück nach Wietzendorf. Nach mittlerweile 1,5 Minuten schreit die Frau in diesem Video immer noch um ihr Leben und um das ihres Hundes. Nach mehr als 2 Minuten endet das Video und veranschaulicht, wie angsteinflößend eine solche Wolfsbegegnung sein kann. Doch solche Bilder sind eine absolute Seltenheit. Und noch muss niemand Angst haben vor dem bösen Wolf.